Hallo, mein lieber Widder, einen wunderschönen guten Abend. Willkommen auf meinem Kanal und willkommen zu deiner, du und dein Gegenüberlegung für die kommenden 3 bis 4 Wochen. Diese Legung ist zeitlos, für dich dann von Bedeutung, wenn du dieses Video anklickst. Und ja, bedenke bitte beim Anschauen des Videos, dass es sich hier um eine kollektive Kartenlegung handelt, die dem gesamten Widder-Kollektiv auf meinem Kanal dient. Und wenn du hier nicht in Resonanz gehst, was ja durchaus möglich ist, schau dir gerne auch die Videos zu deinem Mond, Venus und Aszendentzeichen an. Üblicherweise passen diese auch meistens sehr gut. Und vielleicht findest du deine Energie dann dort. Wenn du auf Nummer sicher gehen möchtest und eine Legung nur für dich benötigst, so biete ich private Kartenlegungen an. Hierzu kannst du gerne auf die Infobox klicken unterhalb dieses Videos. Da stehen alle Informationen, die du benötigst. Wenn du ja, dir die Karten von mir legen lassen möchtest, einzig zugeschnitten auf deine Fragen und deine Bedürfnisse. Und ich bitte das Tarot nun um klare Botschaften für meine Widdergeborenen und das Gegenüber von Widder. Deine Karte rausgefallen mit dem Herrscher. Vielleicht hast du gerade alles unter Kontrolle. Stehst gut in deinem Leben da? Wir schauen mal. Du mal einen Stopp für meine Wiedergeborenen. Die linke Seite gehört dir, die rechte Seite gehört dem Menschen, auf den du hier schaust. Deine Kopfebene, die Kopfebene des Gegenübers, deine Herzebene, seine Herzebene, der Tipp des Tarots an dich, womit darfst du rechnen? Eure verbindende Energie und eure trennende Energie. Ich werde hier aus der Sicht einer Frau deuten, die auf einen Mann schaut. Wenn du hier als Mann zuschaust, und ich weiß, ich habe tatsächlich einige Männer hier als Zuschauer auf meinem Kanal, Geschlechter spielen keine Rolle. Dreh dir das bitte so um, wie es für dich nötig ist. Für mich ist die Deutung nur so am einfachsten. Okay, ihr Lieben, wir starten mit deiner Kopfebene wieder. Okay, du bist feurig, gut gelaunt. Du bist voller Leidenschaft, voller Ideen, voller Kreativität. Ich glaube, dir geht es gut. Du bist zufrieden, du bist glücklich, du bist leicht und hast vielleicht auch einen Menschen oder eine Situation mit einem Menschen im Visier, etwas, was du gerne umsetzen möchtest. Für diese Umsetzung, die du dir so sehr wünschst und wofür du brennst, da fehlt aber noch ein bisschen was. Ich habe das Gefühl, es gibt auf der anderen Seite irgendeine Sache, die dich an der Umsetzung dieser Situation, dieser Partnerschaft, dieser Idee, die du in dir trägst, in Bezug auf euch beide, etwas hindert dich daran. Die Kopfebene deines Gegenübers. Okay, 7 der Kelche.
Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Man überlegt hier sehr gut, sehr wohl, sehr bedacht, welche Schritte man wann wohin geht. Man überlegt hier vielleicht auch, welche Möglichkeiten es gibt, eure Beziehung, eure Verbindung besser zu gestalten, auf eine nächsthöhere Stufe zu bringen. Oder aber auch für den einen oder anderen kann es sein, dass dein Gegenüber sich in einer Partnerschaft befindet oder in einer Situation, wo er sich entscheiden muss für dich oder für ja, halt etwas anderes. Das kann auch der Job sein, ein Wohnort sein, das können Freunde sein, das muss nicht immer eine andere Person sein. Dein Gegenüber macht sich viele Gedanken, dein Gegenüber ist verliebt, dein Gegenüber träumt, dein Gegenüber hat viele Ideen auch, viele Illusionen in Bezug auf euch, auf dich. Plumpsen die Karten alle so raus ständig. Eine hätte ich gerne noch. Okay. Ach wow, das war der Kelch. Ja, man macht sich einfach hier Gedanken über Liebe, Partnerschaft. Man ist glücklich, man ist verliebt. Aber ich habe das Gefühl, und das hatte ich gerade eben auf deiner Seite ja schon gesagt, es gibt irgendetwas gibt es, was hier entschieden werden muss. Oder was euch daran hindert, so einfach jeden Tag Hand in Hand durchs Leben zu gehen. Deine Gefühlsebene. Vielleicht kommt dir hin und wieder der Gedanke, dass, also ich fange anders an. Stäbe sind ja Aktionskarten. Stäbe sind Karten der Tat, der Umsetzung, der Kommunikation, der Schaffenskraft. Bei Stäben macht man etwas. Hier mit den sieben der Stäben kommen Einflüsse von außen. Das müssen nicht unbedingt Einflüsse von anderen Menschen sein. Das kann auch diese Situation sein, die du dir genauer anguckst und die so ein bisschen das Wachstum oder die Veränderung eurer Verbindung verhindern. Und mir kommt ganz stark rein, dass du immer so ein bisschen hin und her schwankst zwischen: Ich lasse diese ganze Verbindung nicht so nah an mich ran, weil es halt diese eine störende Sache, weil es diesen störenden Faktor gibt. Aber dann mit den acht der Stäben kommt wieder so ein schnelles Blitzgefühl der Verliebtheit in mir auf, der Leidenschaft, der Aktivität, der schönen Dinge, die wir miteinander haben. Vielleicht auch der schönen positiven Kommunikation über diese Verbindung. Und ich halte dann wieder daran feste. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass du hier in einem Wechselbad der Gefühle dich des Öfteren befindest. Und aber trotzdem nehme ich dich hier positiv gestimmt und festhaltend an dieser Verbindung wahr. Ach ja, guck mal hier, dein Gegenüber, der ist hier in Love. Ja, dieser Mann, genau, der hat Gefühle, der ist verliebt, möglicherweise liebt er auch schon. Er ist zart, er ist liebevoll, romantisch und
Ich habe hier auch nur Kelchkarten. Du erfüllst ihn, er ist glücklich. Ich glaube, diese Situation, in der ihr euch befindet, das ist für diesen Menschen, für diesen Mann eine Glückssituation, eine absolute Wunscherfüllung auf emotionaler Ebene erreichst du ihn sehr stark. Und diese Problematik, die du vielleicht siehst, ich glaube, dieser Mensch nimmt das gar nicht so stark wahr. Die Liebe überwiegt auf dieser Seite. Da, wo bei dir vielleicht Gedanken, Grübeleien und eine gewisse Art der Vorsicht herrscht, nämlich bei diesem Mann ganz stark wahr, dass die Emotionen siegen, dass die Emotionen stärker sind als diese Gedanken. Sehr schön. Ich kann, also es ist auch mal schön, dass ich mal nur positiv von einer Seite reden kann. Das kommt ja nicht so oft vor. Ich hoffe, das bleibt so, aber bis jetzt sieht das sehr, sehr schön aus. Okay, der Tipp des Tarots oft an dich. Es ist auch sehr schön und sehr passend. Du sollst dich einfach mal in deine Gefühle fallen lassen, Partnerschaft leben und lieben und dich dieser Partnerschaft auch emotional öffnen. Das ist ja das, was ich gerade eben noch gesagt habe. Ich hatte oder habe den Eindruck, du ja, befindest dich oft in Grübeleien und in Gedanken und machst dir viele Sorgen. Und du darfst hier deinen Weg finden und auf dein Gefühl hören, damit zurechtzukommen und dich auch zu öffnen für diese wundervolle Liebe, die dir hier wirklich geschenkt wird. Das kann ich nicht anders sagen. Der nächste Schritt deines Gegenübers. Okay, man investiert hier. Wir haben die Herrscherin liegen. Ich schaue jetzt hier auf einen Mann. Man investiert hier in Wachstum. Man investiert hier, man ist aktiv. Man möchte wachsen lassen. Schau hier noch eine Kelchkarte. Man wird auf dich zukommen, man wird dir Angebote machen, man kommt mit Ideen, man kommt mit Liebeserklärungen, mit Einladungen. Dieser Mensch ist absolut aktiv, ist emotional involviert und du kannst dich eigentlich sehr glücklich schätzen. Eure verbindende Energie, die Königin der Münzen. Eure verbindende Energie ist der Wunsch nach Stabilität, ist der Wunsch, etwas im Leben zu haben, auf das man sich verlassen kann, auf das man bauen kann. Eure verbindende Energie ist, glaube ich, auch die gemeinsame Vorstellung und Vision, wie die Zukunft aussehen soll. Ich glaube, ihr habt ähnliche Interessen, ähnliche Vorlieben, ähnliche Lebensziele und eure trennende Energie. Ja, das ist so ein bisschen, dass man noch nicht so richtig weiß, glaube ich, wie man das alles umsetzen soll. Und mit den zwei der Schwerter nehme ich hier halt wahr, dass irgendwie irgendetwas noch ein bisschen undurchsichtig ist, verstrickt ist und dass man noch nicht weiß, wie man es lösen kann. Ich glaube, es ist eine Situation, die sich aber lösen lässt. Diese Situation wird für jeden von euch eine andere sein, aber eine wunderschöne Legung. Ich bin sehr beseelt, dass ich ja auch mal ein positives Kartenbild auslegen darf, ohne dramatische Karten, ohne Herzschmerz, ohne Trennung, sondern eine Legung, die trotz eines Problems, was hier offensichtlich vorliegt, voller Optimismus und Gefühl zueinander ist. Und damit schließe ich die Legung. Wenn es euch gefallen hat, liked gerne dieses Video und abonniert auch gerne meinen Kanal. Aktiviert gerne die Glocke. Und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschalten würdet, wenn es eine neue Legung von mir gibt. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit und sage bis dann. Tschüss.